Hallo, liebe Freunde, willkommen zu Gott auf einer Seite. Heute mit Seite 449. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir wissen dürfen, dass du Gebete hörst, so wie du das Gebet von Jabes erhört hast. Wir möchten dich von Herzen bitten, dass du uns reichlich segnest, auch an diesem Tag, dass du unsere Grenzen erweiterst, dass deine Hand uns von Moment zu Moment führt in jeder Situation an diesem Tag und dass du uns an diesem Tag vor den Angriffen des Satans bewahrst. Wir werden sicherlich Schwierigkeiten erleben, aber du hast versprochen für uns da zu sein und zu beschützen, uns Kraft zu geben und uns zu stärken. Und so bitten wir dich, dass du uns jetzt auch durch dein Wort stärkst nach deiner Verheißung, das nicht leer zurückkehrt, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Und darum bitten wir dich im Namen Jesu. Amen. Wir sind in 1. Chronik Kapitel 4. Es geht um die Nachkommen des Stammes Simeon. Und wir sind gerade schon etliche Jahrhunderte weiter zur Zeit von Hiskias, als dort ein Teil der Simeoniter den Bann an Nachfahren von Ham, von Meonitern vollstreckt haben und dort das Weideland in Besitz genommen haben. Wir lesen in Vers 42 Und ein Teil von ihnen, von den Söhnen Simeons, 500 Mann, zogen zum Bergland von Seir, also dort, wo die Edomiter eben weiter im Süden lebten, an ihrer Spitze Peladia und Neaja und Rephaia und Ustiel, die Söhne Jischis, und sie schlugen den Überrest der Entkommenen von Amalek und wohnten dort bis zu diesem Tag. Es gab also offensichtlich noch letzte Amalekiter, die auch nicht durch die Feldzüge des Sauls schon umgekommen sind, sondern und auch Davids dann sondern die sich hier bis in die Zeit von Hiskia noch gehalten haben, dort in der Nähe des Königreichs Edom und die jetzt hier von den Simonitern besiegt worden sind. Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, er war nämlich der Erstgeborene, aber weil er das Lager seines Vaters entweihte, wurde sein Erstgeburtsrecht, den Söhnen Josefs, des Sohnes Israel, gegeben, doch ohne dass dieser im Geschlechtsregister als Erstgeborener verzeichnet wurde. Eine ganz interessante Stelle, es geht jetzt um Ruben. Wir wissen, dass er, und das macht Jakob ja in, seiner, in seinem großen Segen in 1. Mose 49, und die Stelle dann selbst nochmal finden, sehr deutlich, dass er dieses Erstgeburtsrecht eben nicht gibt, weil dieser äh, mit seiner Nebenfrau ins Bett gegangen war und. Ähm, Interessant ist also hier, dass Josef den doppelten Anteil, das ist der materielle Segen ähm, des Erstgeburtsrechts bekommen hat. Allerdings normalerweise so, eine, ähm, so ein Erstgeburtsrecht auch im Geschlechtsregister verzeichnet ist, was hier im Fall von Josef da nicht geschehen ist, denn es heißt weiter, denn Judah war mächtig unter seinen Brüdern, sodass von ihm der Fürst kommen sollte, aber das Erstgeburtsrecht fiel Josef zu einer ganz interessanten Sache. Also, nominell war Ruben der Erstgeborene. Ähm, das äh, erbrechtliche äh, Erstgeburtsrecht mit dem doppelten Segen sozusagen, materieller Art, fiel dem, ähm, dem Josef zu, weil dadurch sozusagen seine beiden Söhne, Ephraim und Manasse, zu äh, eigenständigen Stämmen gezählt wurden. Aber die eigentliche, die eigentliche, äh, der eigentliche Segen dieses Erstgeburtsrechts, auf den Messias hindeutend, auf den Fürsten, der kommen sollte, das war dem Juda ähm, vorbei Wir haben wir ja gesehen, wie die Königslinie dann auch tatsächlich im Stamm Juda gewesen ist und wie auch Jesus aus dem Stamm Judah äh, kommen wird. Man könnte noch hinzufügen, dass zum Erstgeburtsrecht auch so ein, die priesterliche Würde dazugehörte und die ist dann äh, dem Stamm Levi äh, anvertraut worden, dass sich ein ganz interessantes Bild hier ergibt. Die Söhne Rubens, des erstgeborenen Israels, waren Henoch, und pa Henoch Palu, Hezron und Kami. Die Söhne Joels, sein Sohn Shemaja, dessen Sohn Gog, dessen Sohn Simei, dessen Sohn Micha, dessen Sohn Reaja, dessen Sohn Baal, dessen Sohn Beera, welchen Tignot Pilneser, Pil der König von Assyrien, gefangen wegführte. Er war ein Fürst der Rubinide. Hier sehen wir, wie also in weniger Verse einige Generationen große Zeiträume übersprungen worden sind. Möglicherweise sind hier auch bestimmte Zeiträume, Zeiträume ausgelassen worden, denn Tiglath-Pileser ist dann schon ungefähr 700 Jahre nach der Landnahme Israels. Und seine Brüder, nach ihren Geschlechtern in der Aufzeichnung, nach ihrer Geburtsfolge waren das Oberhaupt Jeel und Zechariah und Bela, der Sohn Asas, des Sohnes Schemas, des Sohnes Jules, dieser wohnte in Aroer und bis nach Nebo und Baalmeon und gegen Osten wohnte er bis zur Wüste hin, die sich vom Euphratstrom her erstreckte. Denn ihre Herden waren zahlreich im Land Gilead. Das ist ja das Ostjordanland gewesen. Wir erinnern uns, dass der Stamm Ruben, genauso wie der Stamm Gad und Manasse, über die es auch noch gleich weiter gehen wird, dass die sich entschlossen hatten, mit ihren Herden und ihren Familien dann im Ostjordanland zu bleiben. Nur eine Abteilung geschickt haben, die dann kampfesgerüstet äh, den anderen Stämmen im Westen, äh, im, äh, in Palästina geholfen haben, die Kananiter zu besiegen. Und in den Tagen Sauls führten sie Krieg mit den Hagaritern und diese fielen durch ihre Hand und so wohnten sie in deren Zelten auf der ganzen Ostseite. Von Gilead. Wir sehen ja also, wie zu bestimmten Zeitaltern bestimmte besondere Ereignisse in der Geschichte der Stämme herausgegriffen werden. Hier ein Krieg gegen äh, ein Volk im Osten, der zur Zeit von Saul stattfand, den wir so in der Geschichte in Erste Sammel natürlich nicht finden. Und die Söhne Gads wohnten ihnen gegenüber im Land Baschan bis nach Salche. Also jetzt hatten wir Ruben, jetzt kommt Gad, ein weiterer Stamm, der im Ostjordanland gelebt hat. Und zwar im Land Baschan, dort, wo früher einmal Og, der König der Riesen, regierte, der von Mose und der zweiten Generation der Israeliten besiegt worden war. Joel, das Oberhaupt, und Shafam, der Zweite, und Janai, und Safat in Baschan, und ihre Brüder nach ihren Vaterhäusern, Michael, Michael Meshulam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia und Heber, insgesamt sieben. Das sind die Söhne Abichaels, des Sohnes Huris, des Sohnes Yaroachs, des Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des Sohnes Jeschischais, des Sohnes Yachdos, des Sohnes des Bus. Achi, der Sohn Abdiels, des Sohnes Gunis, war das Oberhaupt ihrer, ihres Vaterhauses. Und sie wohnten in Gilead in Baschan und in deren Dörfern und in allen Weideplätzen Sarons bis an ihre Ausgänge. Sie alle wurden in Geschlechtsregistern aufgezeichnet, zur Zeit Jotams, des Königs von Juda und Jerobeams, des Königs von Israel. Das ist also um die Jahrhundertwende zum 8. Jahrhundert hin, dann geschehen. Ähm, diese Aufzeichnung des war also nicht immer überall sofort selbstverständlich, interessanterweise. Bei den Söhnen Rubens und den Garditern und dem halben Stamm Manasse waren 44.760 tapfere Leute, die mit dem Schwert auszogen, Männer, die Schild und Schwert führten und den Bogen spannten und Kampf geübt waren das war also so die militärische Stärke der Ostjordan-Stämme. die führten krieg mit den hagaritern und mit jetur und nafisch und nodab und es wurde ihnen geholfen gegen sie und die hagariter und alle die mit ihnen waren wurden in ihre hand gegeben denn sie riefen im kampf zu gott und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertrauten schon wieder haben wir inmitten einer un Endlich scheinen in Liste von Namen eine Gebetserfahrung, und zwar eine gewaltige, denn Gott lässt sich hier erbitten und im Kampf, im Krieg, hilft Gott ihnen, weil sie zu ihm gebetet haben. Auch wir dürfen wissen, wenn wir in Auseinandersetzung geraten, dürfen wir beten und Gott wird uns helfen. Und sie führten ihr Vieh hinweg, 50.000 Kamele. 250.000 Schafe, 2.000 Esel, dazu 100.000 Menschenseelen, denn es fielen viele Erschlagene, denn der Kampf war von Gott und sie wohnten an ihrer Stelle bis zur Wegführung, das heißt also bis zur Zeit von Tiglat pileser ähm, der dann und und ähm, pileser und ähm, den weiteren Königen, die dort an dem Fünften, die dann äh, das äh, Nordreich weggeführt haben. Und die Söhne des halben Stammes Manasse wohnten im Land von Bashan bis nach Baal, Hermon und bis zum Seni und dem Berg Hemon. Sie waren zahlreich. Das ist also der dritte Stamm, also hier nur ein halber Stamm und der weiter im Norden wohnte. Hermon, das sehen das ist dann schon der Libanon, der hier als Grenze angegeben wird. Und das waren die Oberhäupter ihrer Vaterhäuser, Eva, Jeschi, Eliel, Asriel, Jeremia, Hodawia und Yachtiel. Kriegshelden, Männer von Namen, Häupter. Ihrer Vaterhäuser, aber sie fielen ab von dem Gott ihrer Väter und hurten den Göttern der Völker des Landes nach, die Gott vor ihnen vertilgt hatte. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, auch wir kommen immer wieder in Konfliktsituationen im Alltag, in unserem Leben, in unseren Familien, in der Gemeinde, auf Arbeit, im Studium, wo immer wir auch sind. Herr, und wir brauchen deine Hilfe, wenn der Feind uns angreift, wenn er uns verführen will. Zur Sünde, wenn wir den geistlichen Kampf zu kämpfen haben, Herr, dann wollen wir jeden Moment zu dir beten, dass du kämpfst, denn es ist dein Kampf, den du in uns hineingelegt hast, schon in 1 Mose 3 Vers 15, damit wir Sieger sein können durch dich. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.